Hallo zusammen, hier ist eure Jonanda und ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich für euer Dasein bedanken und bedanke mich auch für jedes Abo, jedes Like und bin ja erst seit anderthalb Wochen da und es macht mir richtig Spaß mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank und wir machen heute wieder eine allgemeine Legung für die kommenden Tage. Ab heute, für heute und in die kommenden Tage hinein setzen eine Energie frei, die sowieso da ist und durch die Karten dargestellt und bebildert wird. Und dann schaut einfach jeder für sich, ob er damit in Resonanz geht oder eben nicht. Ja? Ich wollte noch was sagen zu vorangegangenen Videos. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man es mal erwähnt. Die können miteinander in Verbindung stehen, aber das muss nicht sein. Ja? Das heißt, wenn jetzt das letzte Video total auf dich gepasst hat, dann muss es nicht sein, dass es bei diesem genauso ist oder dass dann quasi die Geschichte weitergeht. Oder wenn das letzte Video nicht gepasst hat, dann bedeutet das jetzt auch nicht, dass dieses auch nicht passen wird. Ja? Es ist jedes Mal eine neue Energie, die ich reingebe. Kann passen, muss aber nicht, weil allgemeine Legung. Ja? Schau einfach mal für dich. Ja, wie gesagt, Wochenlegung. Wochenlegung, ich bin selber sehr gespannt. Ich bin ja auch Teil vom Kollektiv. Und ich habe mir gedacht, wir legen mal ein keltisches Kreuz. Da können wir auch so ein bisschen beleuchten, was hinter uns liegt. Da wirst du schon sehen, ob es auf dich passt. Aber was ich auch noch sagen wollte, in einer allgemeinen Legung können auch Teile der Legung passen. Manchmal ist einfach ein Zeichen für dich drin, wo vielleicht eine spezielle Karte fällt, wo du einfach spürst, das ist es jetzt, das passt. Ja, ich kann halt auch immer nur allgemein deuten, weil ich kenne ja die ganzen unterschiedlichen Situationen nicht. Ja? Also lass einfach mal fließen und deine Seele weiß es schon. Ja, okay. Also legen wir ein keltisches Kreuz. Ich brauche 10 Karten. Zumindest meine ich, dass es 10 sind. Moment. Das ist es, das Kreuz ist, das krönt es, das trägt es, das liegt hinter dir, das liegt unmittelbar vor dir, also nahe Zukunft. Das bist du, das ist dein Außen. Position 8 kann auch mit einer Person belegt werden, deine Hoffnungen und oder Ängste und dahin führt es. Das wäre dann so das Wochenziel. Ja, also wir brauchen 10 Karten und ich mische jetzt den Stapel gut durch von meinem Rabentarot und ich werde ein Weilchen mischen und dann sollen es die vom abgehobenen Stapel die 10 obersten Karten sein, die ich der Reihe nach auslege und werde dann noch ein paar Lenny-Karten zur Klärung anbeifliegen lassen und die unteren Karten haben wie immer Bedeutung. Ja? Das machen wir jetzt erstmal und ich sage dann auch nochmal die Stelle, wo du mit einer Person belegen kannst, ne? Weil das ist ja für viele auch wichtig. Okay? Ja, dann wollen wir mal schauen, was die guten Raben uns heute flüstern, zwitschern. Naja, zwitschern tun sie nett, sie krächzen. Es gibt ja nichts Schöneres, also für mich, ja, wenn ich draußen in der Natur bin, es gibt nichts Schöneres, als wenn die Krähen, wenn das Krähenvolk ruft. Ah, das ist herrlich. Dieses wunderschöne Geräusch, was man nicht als Singen bezeichnen kann. Ich liebe es. Ich liebe diese Vögel. Ja. So. Gut gemischt ist halb gewonnen. Gutes Mischen ist immer vorausgesetzt für jede Legung, weil wenn die Karten ordentlich gemischt werden, dann können die auch nicht aneinander kleben und immer wieder gleich liegen. Ja? So, eine Runde noch und dann soll es das gewesen sein. Dann hebe ich ab. Das war es. Und ich lege jetzt die Karten aus, die du erstmal nicht in ganzer Gänze siehst, aber du kennst mich ja inzwischen, ich deute ja die ganz genau und lege die auch in die Kamera. Normalerweise ziehe ich immer mit links, aber es steht sowieso fest, es sind jetzt die 10 oberen Karten und von daher bin ich mal so frei und nehme die rechte Hand. Also das ist es, die Situation, das kreuzt es. Das krönt es, das trägt es. Das liegt hinter dir, das liegt unmittelbar vor dir. Das bist du, das bezeichnet dich.
Diese Position kannst du mit einer Person belegen oder sie steht für das Außen, wenn du es offen lässt, deine Hoffnungen und/oder Ängste und dahin führt es. Okay, machen wir gleich noch die Lennys dabei. Ich habe heute den Fairy Tale Lenormand gewählt. Mit dem lege ich auch richtig, richtig gerne, muss ich sagen. Und da lassen wir uns jetzt mal so ein paar Karten springen. Ich bitte die lichtvolle geistige Welt, uns ein paar Lenny-Karten noch springen zu lassen als Zusatzbotschaft. Und dann starten wir volles Programm durch. Okay, das reicht. So, da haben wir hier 1, 2, 3, 4. Mal sehen, was wir draus machen. Also, das keltische Kreuz. Normalerweise, wenn ich jetzt mit Klienten sitze, fange ich an bei den Hoffnungen oder Ängsten, aber wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch mit der Deutung, okay? Also, ab jetzt. Heute und für die kommenden Tage, vielleicht bis Ende nächster Woche. Darum geht es, ja? Das ist die Situation. Oh, ganz und gar wundervoll. Es geht um das liebevolle Aufeinanderzugehen, um Frieden und Versöhnung. Es geht um die Liebe, weil die Kelche stehen für die Liebe. Also ich habe jetzt wirklich keine Energie reingegeben. Ich bin total offen und versuche in alle möglichen Richtungen für euch zu deuten, aber darum geht es. Es geht um die Liebe, um Frieden und Versöhnung. Ja, die 2 der Kelche ist eine der beiden Seelenpartnerkarten im Tarot. Über diese beiden wird gewacht, ja, von dem Lord persönlich. Lord, das ist Gott, das ist Gottes Schutz, der über den beiden steht und die beiden reichen einander den Kelch. Die bildende Symbiose, ja, also das Wasser verbindet sich und darum geht es. Vielleicht, wir werden sehen, was in der Vergangenheit liegt, genau deswegen gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Es geht um Frieden und Versöhnung, um Liebe und jetzt kommt erstmal das, was den Plan durchkreuzt. Das kann positiv sein, also unterstützend oder aber auch negativ, ja. Es geht um Frieden, Liebe und Versöhnung. Ach, wunderbar, wir haben positive Unterstützung und der Bube der Kelche, der kreuzt es noch, das heißt, der unterstützt diese Energie, weil der Bube der Kelche Wasser auf die Mühlen gibt. Hier ist ein Fisch im Kelch, siehst du, das ist ein Fischchen und der Fisch will zurück ins Wasser, das heißt, in dieser Situation werden offenbar Gefühle zurückgehalten, die nicht fließen können. Und der Bube der Kelche hilft dabei und setzt liebevolle Impulse, dass diese Gefühle wieder in den Fluss kommen. In einem Kelch, auch wenn Wasser darin ist, kann ein Fisch nur vorübergehend sein. Ja? Er muss ins Meer zurück oder in den Fluss zurück oder in den Teich zurück, damit er fließen kann, damit er leben kann, damit er sein kann. Und vielleicht ist es so, dass in dieser Situation ganz einfach Gefühle unterdrückt werden oder wurden und dass man jetzt in Frieden und Liebe aufeinander zugehen kann. Ja, ich habe das in den letzten Legungen ganz, ganz oft gesagt. Das größte Problem, was zwischen zwei Menschen stehen kann, sind Missverständnisse, Misunderstanding. Also etwas ist unklar, man... ja, keiner von beiden sieht klar und keiner von beiden geht den ersten Schritt. Ja, es ist nötig, dass einer von beiden den ersten Schritt geht. Aber hier kommt Unterstützung. Es gibt Wasser auf die Mühlen. Es gibt unglaublich liebevolle Impulse. Und hier ist eine gute Chance, in diesen Frieden reinzugehen. Wir schauen mal, wie diese Reise weitergeht. Jetzt kommt erstmal das, was in der Vergangenheit liegt. Ich betone, die Vergangenheit kann tiefe Vergangenheit sein. Das kann eben sein, ja, vor einer Stunde, das kann vor einer Minute, das kann der letzte Atemzug gewesen sein. Es kann aber auch
in früheren Leben gewesen sein. Alles das ist Vergangenheit. Die Vergangenheit ist hier nicht bezeichnet, nur als Vergangenheit. Ja? Also, was liegt dahinter? Der Ritter der Stäbe. Ja, eine ziemlich heiße Phase. Anscheinend hat es hier eine recht leidenschaftliche Zeit gegeben, die ich jetzt weder positiv noch negativ belegen möchte. Schau für dich, auch ein Streit kann voller Leidenschaft sein, ja, Feuer. Es kann auch sein, dass ein Strohfeuer hinter dir liegt, dass du vielleicht geglaubt hast, du hast eine große Liebe gefunden. Es hat sich dann aber herausgestellt, es war ein Strohfeuer, ja. Die Flammen haben hoch, hoch, hoch gelodert und du hast dich da hineinbegeben und hast dich darin verzehrt und hingegeben. Ja, und dann war plötzlich alles anders, ja, weil es geht ja jetzt aktuell darum, sich zu versöhnen, in Friede und Liebe wieder aufeinander zuzugehen, ja, unterstützt vom Buben der Kelche. Und in der Vergangenheit liegt also eine heiße Phase, eine leidenschaftliche Zeit, eine sehr starke Feuerenergie, ja. Auch wenn das Ganze beruflich ist, auch beruflich kann man in Flammen stehen oder es kann auch auf beruflicher Ebene Auseinandersetzungen und Streitenergien geben, wo man sich wieder versöhnt, ja, auch am Arbeitsplatz. Die Liebe hat ja ganz viele Gesichter, ne? Also ich möchte es ein bisschen allgemein deuten. Es kann natürlich, da die Zwei der Kelche eben halt auch eine Seelenpartnerschaft bezeichnet, um eine solche gehen, muss es aber nicht. Auf jeden Fall, in der Vergangenheit liegt viel Energie, wahnsinnig viel Feuer und auch so ein leidenschaftliches Vorwärtspreschen. Und wenn es um die Liebe geht, auch eine mega starke Anziehungskraft und Erotik, also vielleicht auch Leidenschaft, ja. So, dann schauen wir mal, was die ganze Sache krönt. Also wir wissen jetzt, um was es geht, wir wissen auch, was unterstützt und wir wissen auch schon, was war. Normalerweise hätte ich jetzt die Position der Vergangenheit viel später deuten müssen, egal. Es hat mich jetzt dahin gezogen. Also ich folge nicht dem Pfad mal wieder. Ich bin vom Weg abgekommen, entschuldigt, also nicht, dass ihr euch wundert für die, die Kenntnisse haben, also das ist es, das Kreuz ist, das Grund ist, das wäre jetzt eigentlich die Karte gewesen. Was kommt von oben? Ganz und gar wunderbar, die Heilung, ja. Also hier soll Heilung geschehen. Hier soll Frieden gefunden werden und Heilung geschehen. Von oben, das bedeutet von der geistigen Welt, kommt die Energie der Mäßigkeit, der Heilung. Das ist so schön. Ich bin glücklich. Es wird zurückgefunden in das Gleichgewicht der Kräfte. Unterstützend von oben, von den lichtvollen geistigen Helfern. Ja? In der Vergangenheit wirkt eine große Feuerenergie ein, die anscheinend irgendwie entgleist ist, ja, in eine Richtung. Und schau für dich, ob das jetzt beruflich, privat oder in deiner Liebesbeziehung oder in Beziehungsfragen passt. Und hier kommt wirklich eine ganz große Heilkraft, eine ganz starke Unterstützung von oben. Die Mäßigkeit steht für das rechte Maß der Dinge. Und die geistige Welt sagt, es gibt das rechte Maß der Dinge. Ja? Wie ist das bei uns Menschen? Wie oft ist es so, dass wir sagen, entweder ich will alles oder ich will nichts. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, ja. Die Mäßigkeit sagt aber, finde das Mittelmaß. Es gibt auch Kompromisse, ja. Der Kompromiss heilt. Und der goldene Weg, der liegt immer in der Mitte. Also nichts von wegen hopp oder top, ex oder hopp, ne, sondern es gibt einen wundervollen goldenen Pfad der Mitte, den man gehen kann und von oben wird man unterstützt. Das ist also ganz und gar wundervoll. Jetzt bin ich gespannt, was die Sache trägt, weil die Basis muss gut sein. Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil es hat eine starke Kraft, aber zum Glück liegen keine Schwerter. Also wenn die Basis, das, was die Situation trägt, ja, Schwerter sind, dann ist das grundsätzlich schwierig, ja. Wenn es von Schwerdorn getragen wird, dann ist das alles sehr verstandesgeprägt und auch oft, also die Schwerdorn sind ja oft gespickt mit Verletzungen oder haben, also die bergen die Gefahr der Verletzung in sich, aber wir haben keine Schwerdorn, wir haben den Mond, ja.
Also, das trägt es. Hier gibt es wahnsinnig viel Gefühl, aber leider ist die Basis auch mit Ängsten behaftet. Ja, hier ist eine ganz große Angst. Eine ganz große Angst, die diese Situation trägt. Und die soll in die Heilung gehen. Die korrespondiert von unten nach oben mit der Mäßigkeit. Die Botschaft von Tarot ist, geh hier mal raus aus der Angst. Weil der Mond im Tarot bezeichnet, dass man den Weg der Angst gehen soll. Weil wenn man diesen Weg geht, macht man eine ganz bereichernde, wunderbare Erfahrung. Wenn man nie diese Angst überwindet, weil man Angst hat vor etwas, ja, und man malt sich aus, was alles passieren könnte, und deswegen hält man sich selbst zurück, einen Weg zu gehen, der eigentlich eine ganz wunderbare Erfahrung birgt, dann verweigert man sich dem Wachstum, ja. Wer in die Angst geht, neigt dazu, die Dinge zu verdrängen. Ja? So unter dem Motto, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich nichts und dann sieht mich auch keiner. Ja? Aber unsere Wege, die wir uns da geplant haben, ne, auf Folge 777 irgendwann mal mit einer anderen Seele, und wir haben uns hier verabredet, weil wir hier eine Aufgabe zu lösen haben, weil wir gesagt haben, ja, wir werden uns begegnen, weil wir uns vorgenommen haben, unseren Plan durchzuziehen, den wir irgendwann mal geschmiedet haben, den wir aber vergessen haben, weil wir durch den Schleier des Vergessens inkarniert sind, ja. Wenn wir das wegschieben, es wird uns immer wieder einholen, ja. Das ist so eine, ja, das ist wie, ja, sich vor einer Prüfung drücken, ja. Aber die will halt geschrieben werden, damit wir sie bestehen. Und wenn wir das dann geschafft haben, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zwischendurch in meinem langen Reden den Faden verloren, dann haben wir eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung gemacht, weil beim Mond geht es auch um tiefe Gefühle, ja. Der Mond bringt immer tiefes Gefühl mit sich. Also es geht hier um wahnsinnig viele Gefühle, was man hier auch wirklich in allen anderen Karten sieht. Und auch um eine ziemlich starke Kraft, die da aus der Vergangenheit wirkt, ja, die Feuerenergie. Und die geistige Welt sagt, alles wird gut, ja, hier geschieht Heilung. Also für mich ist hier ganz klar, dass hier, wenn du in Resonanz bist, die Angst geheilt werden muss. Weil so wie die Legung hier in Flow geht, ist die unbegründet. Es gibt einen Weg, es gibt Wege, ja. Und was hier vordergründig ist, ist wirklich die Liebe und der Friede und das Aufeinanderzugehen, ja, dieses Feststellen, was man aneinander hat, wie bereichernd diese Begegnung ist. Unterstützt Wasser auf die Mühlen, lass Gefühle fließen, das Fischchen muss ins Wasser, ja, lass das Fischchen ins Wasser, halt es nicht länger zurück, aus Angst, es könnte im großen Meer ertrinken. Das soll ich gerade sagen, kommt mir durch. Ja. Unmittelbare Zukunft, also das kommt jetzt so als nächste Energie rein. Der Stern, also ich bin ja froh, dass ich live gemischt habe, ne? Dass ihr gesehen habt, wie die Karten hier fliegen, dass ich hier nichts manipuliert habe, ja. Das ist mir immer ganz wichtig. Es kostet halt viel Zeit, das Live-Mischen, aber ihr habt gesehen, dass ich die Karten wirklich komplett durchgemischt habe. Hier wirst du geführt. Es ist ganz und gar wundervoll. Lass dich hier von einem ganz hellen Stern führen. Da leuchtet ein heller Stern für dich am Himmel. Folge diesem Stern. Hier kommt Klarheit rein. Hier kommt Klarheit ins Zwischenmenschliche. Egal, ob es jetzt hier um berufliche Dinge geht oder um die Liebe deines Lebens oder um eine Seelenpartnerschaft oder um die Seelenpartnerschaft. Ja, ich weiß ja, wie wichtig das für jeden einzelnen von euch ist. Und ich weiß, wie viele Tränchen da oft fließen und wie viel Schmerz da oft ist. Und wie viel Kummer das oft mit sich bringt und dass man denkt, dass das Herzlein zerbricht ganz und gar, ja. Aber hier kommt wirklich Geleit von oben. Ich kann es nur noch mal betonen: Verbinde dich mit deiner lichtvollen geistigen Führung, folge diesem hellen Stern. Hier wirst du geführt. Hier kommt ganz viel Heilung rein. Das ist wunderbar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ne, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. So, diese Karte steht jetzt für dich als Zuschauer. Ich breche zusammen, der König der Kelche, ja? Ja, du bist gerade ziemlich im Gefühl, ja? Die Könige im Tarot stehen immer
für das Feuer und die Kelche für das Element Wasser. Wir haben hier das Feuer des Wassers, also der König der Kelche gilt jetzt für dich, egal ob du männlich oder weiblich bist. Hier ist Gefühl und Leidenschaft, hier ist beides da. Du stehst für diese Beziehung in Flammen, zumindest dein Herz tut das. Dein Herz und deine Seele brennt für diese Liebe, für dieses Aufeinanderzugehen. Und ja, es ist alles da. Es gilt hier wirklich nur, diese Energie zu wandeln, ja, diese Angst loszulassen, weil diese Angst ist unbegründet. Diese Beziehung hier, die hier liegt, egal, ihr wisst schon, egal ob beruflich, privat, zwischenmenschlich, wie auch immer, die wird von oben geführt und die will heilen. Das Fischchen will ins Wasser, hier soll Heilung geschehen und du bist auch voll im Gefühl. Dein Herz und deine Seele sind voll im Gefühl. Das Einzige, was dich hier noch halten könnte, wäre dein Verstand. Ja, und wenn du das machst, dann bleibst du in diesem Angstding gefangen. So, das ist jetzt die Position der anderen oder der Person, die du da drauf gelegt hast, ja. Der Bube der Münzen. Die Person liegt im fruchtbaren Impuls. Entweder bist du hier der Impulsgeber, wenn du jetzt zuschaust und bist hier in Resonanz, ja, dann bist du entweder ein Impulsgeber für dein Gegenüber oder du hast einen Impuls von dieser Person bekommen. Auf jeden Fall liegt sie in der Fruchtbarkeit. Dein Gegenüber ist offen, ja, auch für deine Impulse, für Zeichen. Buben stehen immer für das Element Erde. Und der Bube selbst ist die Erde. Wir haben hier also die Erde der Erde. Dein Gegenüber ist auch sehr geerdet, ja, und aber ganz offen für eine fruchtbare Entwicklung, ja. Und ich wiederhole es noch einmal, entweder setzt dein Gegenüber dir Impulse und du weißt genau, der ist da, ja, also du spürst die Anziehungskraft, die Resonanz. Oder du setzt ihm Impulse oder ihr setzt euch gegenseitig Impulse, ja? Weil hier gibt es Impulse. Sonst würde, wenn es keine Impulse gäbe, würde das hier nicht so liegen, ja? Dass eigentlich hier man aufeinander zugehen möchte. Das ist total deutlich, ja? Die Impulse sind da, hier ist Offenheit da, aber auch Erdung, das ist gut, weil Strohfeuer, das ist immer eine heiße Sache, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Was auch immer da in der Vergangenheit geschehen war. Aber jetzt ist hier eine Erdung drin. Also dein Gegenüber ist geerdet. Also du kannst mit einem guten Gefühl gefühlvoll sein. Ja, Wasser auf Erde ergibt überaus fruchtbaren Boden. Kommt mir gerade rein. Ja, jetzt kommen deine Hoffnungen und oder Ängste. Der Herrscher. Das sehe ich in diesem Fall sofort als... Also ich deute es jetzt erstmal als die Hoffnung. Deine Hoffnung könnte es sein, dass du hier einen stabilen Rahmen schaffen kannst. Dass diese Beziehung, die hier vor uns auf dem Tisch liegt, in einen verantwortlichen, also wo beide Parteien in die Verantwortlichkeit gehen, in einem verantwortlichen, stabilen Rahmen sich befindet. Ne? Oder einen solchen Rahmen bekommt, weil anscheinend hat die Beziehung einen solchen Rahmen noch nicht, weil die vielen Ängste, ja. Das ist vielleicht deine Hoffnung, ja, dass du insgeheim die Hoffnung hast oder vielleicht auch ganz offensichtlich, dass hier ein Rahmen geschaffen wird, in dem man sich bewegen kann. Die Mäßigkeit sagt, na klar ist das möglich, ja, und die Mäßigkeit steht über der Angst. Möge Heilung geschehen, dass hier also ein Rahmen geschaffen wird, ein verbindlicher Rahmen, wo man füreinander und miteinander Verantwortung für diese Beziehung übernimmt. Und indem man sich bewegen kann. Die Angst könnte sein, dass dieser Rahmen zu eng ist. Ja? Und vielleicht bist du ein Mensch, der Bindungsangst hat oder eine Beziehungsangst, der Angst hat, in Beziehung zu gehen oder sich in eine Beziehung zu begeben, der Angst hat vor einer Verantwortung, der Angst hat, verletzt zu werden. Hier, Angst, 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 Angst. Der Angst hat vor seinen eigenen Gefühlen, der Angst hat, zu sehr zu lieben und der Angst hat, wieder verletzt zu werden
Und alles wird zu eng und dann ist man gefangen und dann kommt man dann mehr raus aus der Nummer und dann wird es immer schlimmer und dann liebt man vielleicht zu sehr, ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, weil ich denke, das Wichtigste ist dazu gesagt. So, wo läuft das Ganze hin? Ja, wunderbar, die drei der Stäbe. In wunderbare Aussichten. Das, was hier liegt, diese Beziehung, hat ganz und gar wunderbare Aussichten. Wenn du hier löst, und es liegt immer an dir selbst, ja, weil du, es gibt nichts Freieres als eine Seele. Es gibt nichts Freieres als eine Seele. Jede Seele hat einen freien Willen. Und wenn du dich hier entscheidest zu lösen, du hast hier die Unterstützung, also hier ist eine Welle, das ist gigantisch, ja. Hier liegt eine Energie am Tisch, die lasse ich liegen, ohne Scheiß. Die lasse ich liegen, bis ich das nächste Mal mit den Karten lege. Die werde ich mit Kristallen unterstützen. Das ist ein Geschenk, also diese Legung ist ein Geschenk des Himmels. Wenn du hier löst, du hast wunderbare Aussichten, dass hier tatsächlich geheilt wird und dass du in den goldenen Weg der Mitte findest, ne, mit deinem Gegenüber. Egal, ich betone es nochmal, ob das jetzt beruflich ist oder privat, schau für dich, hier wird geheilt. Hier ist die einzige Aufgabe, Angst in Mut umzuwandeln, ja. Die Base muss geheilt werden. Die Basis, weil die tiefen Gefühle, das Gefühl ist da. Die Basis muss geheilt werden. Und ich sage nochmal mein Lebensmotto, Umwandlung, nicht Verneinung, ist die Waffe des Meisters. Ja? Das Universum ist geistig und Geist kann verändert werden. Angst ist eine Illusion. Das ist ein Kobold, der deine Gedanken manipuliert. Ja? Also der Rat ist hier wirklich von der Angst ins Vertrauen zu gehen. Hier sind wunderbare Aussichten. Das, was hier liegt, schau, ob du in Resonanz bist, das hat glorreiche, wunderbare Aussichten. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. So, Yonanda muss rechnen. Das ist immer ganz und gar fürchterlich. Also, wir haben die 2 plus nichts. Plus 14, das sind 16. Plus 18. 34, Ritter zählt nichts, plus 17, 34, plus 10 sind 44, plus 7 sind 51, zählt nichts, 55, 58, 13, 4, das ist der Tod, das bedeutet, hier wird endlich abgelöst, Transformationsprozess steht kurz vor der Vollendung. Hier wird eine alte Energie gewandelt, hier wird eine Angst abgelöst, transformiert und hier kann tatsächlich die Hoffnung erfüllt werden, ja, 13.4, dass man zum Herrscher wird und ja, zum einen sich selbst beherrschen kann, ja, das gilt für beide Beteiligten in der Situation und dass diese Beziehung in verbindlichen, sicheren Rahmen bekommen kann, ja. Natürlich sollte jeder seine Freiheit haben. Das ist für mich ganz klar und wichtig, weil Liebe ist ein Vogel, der nur in Freiheit singen kann. Das ist ja nun mal so. Ich denke halt auch, man sollte über die Dinge reden. Ja. Also wenn hier wirklich eine Bindungsangst besteht, dass einer der beiden, also entweder du als Zuschauer oder wenn du für eine andere Person schaust, deine Bindungsangst ist, ich bin der Meinung, es gibt nichts, wo man nicht drüber reden könnte. Ja. Also das sind einfach, die Karten sind der Oberburner. Jetzt haben wir noch die Lennys. Da haben wir wieder den Mond. Es geht um tiefe Gefühle. Es geht um, der Mond steht aber auch für Erfolg, Ruhm, Ehre und Anerkennung, ja. Der steht für tiefe, tiefe Gefühle, aber natürlich auch für die Ängste, ja. Aber hier, Bombenkarten, die Angst ist unbegründet. Hier gibt es Wege. Hier gibt es Wege. Geistige Welt hilft. Der Hammer. Wir haben den Ring, die Verbindung mit diesen Menschen, das ist eine ganz, ganz tiefe Verbindung. Eine ganz, ganz tiefe Verbindung ist das. Verbindlichkeit. Füchschen, ja. Hier ist halt noch diese Vorsicht. Die Vorsicht wieder mit dem Mond gepaart, dass man sich hier vielleicht etwas vormacht. Dass das hier alles nur so ein scheinbarer Erfolg sein könnte. Eine Scheinbarkeit, ne? Also die Angst liegt wirklich darin,
dass man Angst hat, sich darin zu verlieren, ja, und deshalb überaus vorsichtig ist, auf was man sich einlässt. Aber der Krieger am Küchentisch, der wird die Schlacht nie gewinnen, ja. Und wir haben hier das Buch. Hier gibt es ganz einfach noch Dinge, die unausgesprochen sind. Hier liegt etwas noch im Verborgenen, im Verschlossenen. Und hier sollte man, um in die Heilung gehen zu können, sich öffnen. Buddha bei die Fische, offene Worte. Ja, Liebe heilt. Also das ist ein unsagbares Kartenblatt. Der Kristall-Doppelender. Ja, wie positioniere ich den jetzt? Oben und unten. Möge Heilung geschehen. Also ich wünsche es wirklich jedem, der hier in Resonanz geht. Ich wünsche es euch aus meinem ganzen, ganzen Herzen, dass hier etwas verloren geglaubtes in den Flow kommt. Ja. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Eure Jonanda.